die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und Nordamerika, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu verwandeln. Und die Begeisterung trieb weiter zu gehen. Leo Brandt bezeichnete die Atomkraft als eines der kostbarsten Geschenke, das die Natur für den Menschen bereithält. Der technologiepolitische Vordenker der SPD wollte damit gar Urwälder kultivieren. Eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes bejubelte die neue Energie als Geschenk des Himmels, das im richtigen Moment zur Hilfe kommt. Industrie und Gewerkschaften verbinden sich einträchtig zu einer mächtigen Lobby fürs Kernspalten. Ihre Parole: Atomstrom oder Stempel geben. Auch die Linken wollten nicht zurückstecken. Alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten ignorierend beschränkten sich ihre Vorbehalte auf Atomwaffen. Der Physiker Wolf Häfele prognostizierte wie im Rausch: Bis 2030 decken 5000 Atomkraftwerke den Weltenergiebedarf, assistiert von 50 Brennelementefabriken, 50 Wiederaufarbeitungsanlagen, 50 Endlagern. Und jährlich würden 100 Reaktoren hinzugebaut. Wofür Häfele 50 Endlager haben wollte, erschloss sich seinem Kollegen Karl Friedrich von Weizsäcker so gar nicht. 1969 wusste der, dass der ganze Atomabfall des Jahres 2000 in einen Kasten passen werde. Ab damit ins Bergwerk. Problem gelöst. So Weizsäcker. Dabei hatte sogar die Energiebranche ernste Zweifel. Man könne nicht ausschließen, dass der Atomstrom viermal so teuer wie der konventionelle Strom sein werde. Und mehr noch, Heinrich Scheller, Vorstandsmitglied des Energiemultis RWE, warnte ausdrücklich vor den Kosten für die Beseitigung des Atommülls, die er, ganz anders als der euphorisierte von Weizsäcker, so hoch taxierte wie die Stromerzeugung selbst. Kein Strom ohne Bombe. Die mehr von der zivilen Nutzung der Atomkraft. Im Kalten Krieg füllten viele tausend Atomsprengkörper die Arsenale beidseits des Eisernen Vorhangs. US-Präsident Kennedy